Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir uns endlich mit Wonuna getroffen und erfahren, dass wir nicht der Mensch aus der Legende sind. Dementsprechend sind wir zurückgekehrt und können jetzt unserem Alltag als Retterteam wieder nachgehen. Genau das tue ich auch gerade. Ich habe einen Job im Clearberg absolviert und bin gerade dabei, zwei Aufträge hier in der Lapishöhle zu erledigen. Deswegen stehen wir auch hier. Was sich verändert hat? Unser Team hat nach dem letzten Job den Bronzerang erreicht. Also nicht mehr den Normalrang, sondern jetzt den Bronzerang. Hat soweit keine Auswirkungen, sieht halt nur ganz nett aus. Ansonsten, ich glaube, ich bin ein Level aufgestiegen und Absol auch. Und ja, ich denke, das ist eigentlich alles Spannende, was passiert ist. Abgesehen davon, dass ich einige Gummis verteilt habe, die ich noch im Lager hatte. Und dementsprechend unser IQ jetzt ein bisschen anders aussieht. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt noch dazugekommen ist. Auf jeden Fall Effizienzexperte. Heißt, wenn er gegen mehrere Pokémon kämpft, dann schnappt er sich zuerst erstmal den niedrigsten KP, was ich doch ziemlich praktisch finde. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, ob da noch was hinzugekommen ist. Und bei uns ebenfalls Effizienzexperte und auch loyal. Heißt, wenn wir verwirrt sind oder so weiter, werden wir nicht unsere Verbündeten angreifen, was ich auch sehr praktisch finde. Und ich denke, das ist soweit alles, was sich getan hat. Nichts Weltbewegendes, aber einige Kleinigkeiten. So, dann wollen wir doch diesen Auftrag auch mal erledigen. So viel auf jeden Fall dazu. Ich meine auch, es waren drei Missionen, die wir machen müssen nach unserer Rückkehr, damit es weitergeht. Die dürfte ich jetzt rumhaben. Ich finde es auch ganz gut, dass wir wieder zurückkehren, nachdem wir so viel Action hatten. Und dann erstmal so ein paar Missionen machen müssen, um wieder unserem Alltag nachzugehen und damit so ein bisschen Ruhe einkehrt. Also das finde ich schon ganz gut so. Ein Weißgummi. Persimband, okay. Und 40 Retterpunkte. Und Voltenso haben wir ja gerade eben noch gerettet, das haben wir ja gesehen. Ein Belebersamen, das finde ich gut. Ich achte eigentlich nie so auf die Belohnung, um ehrlich zu sein. Ich mache einfach das, was mir passt. Haben wir heute nicht großartig? Lass uns Feierabend machen und etwas schlafen. Also, bis morgen dann. Ich fand, wir waren auch erfolgreich. Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Ja, Gardevoir. Es gibt so viel, dass ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Vulnonas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form. Dein Trainer, du meinst den Menschen aus der Legende von Vulnona. Schrecklich, so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war eine furchtbare Person. Böse und hinterhältig, er war keine nette Person, in der Tat. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Du meinst Vulnonas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Vulnonas Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Auch ich sollte erwähnen, dass meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und ich bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, so hast auch du dein Schicksal zu erfüllen. Du bist hergekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ein Erdbeben? Nein, warte, ich habe noch mehr Fragen. Zumindest hat sie uns schon mal einiges beantworten können.
Aber leider nicht alles. Das war ein Erdbeben, oder nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Und ich glaube, Gardevoir sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Du bist hergekommen, eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Jetzt wissen wir zumindest, warum wir ein Pokémon sind. Warum gerade wir und was wir für eine Rolle zu erfüllen haben, keine Ahnung. Und warum wir uns an nichts erinnern können, aber es ist zumindest ein Anfang. Guten Morgen, Svenja. Huch, was ist denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh, ich verstehe. Das Erdbeben eben. Svenja, du machst dir darüber genauso viele Sorgen wie ich. Ich hätte es wissen müssen. Simplas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Es heißt, Groudon sei unheimlich stark und das bereitet mir etwas Sorgen. Aber auch Simsalas Team ist stark, ihnen ist bestimmt nichts passiert. Wir haben uns abgesprochen und Simsala sollte sich mit seinem Team um Groudon kümmern. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf ihre Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns als Retterteam unser Bestes geben. Das auf jeden Fall. So, wir haben hier noch die Pokémon-Zeitung Extra Blatt, das wollte ich noch mit euch ganz gerne lesen. Svenja unschuldig, Teil 1. Sie traf Vulnona auf dem Klierberg. Vulnona bezeugte, dass Svenja nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengars Behauptungen haben sich damit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengars empörter Kommentar dazu. UGGGGGG. Wunderschön. Gut. Also, ich bin Isso und das ist wohin genau? Wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett vor der Pelipperpost hinterlassen. Wohin genau? Bitte sieh doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Wohin genau? Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Wohin genau? Was war das? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon. Sagt der kleine Junge nicht, es hieße Isso? Ich glaube, er will, dass wir uns das Infobrett der Pelipperpost ansehen. Vielleicht haben Isso und sein Freund ein Problem und versuchen daher, über das Infobrett Hilfe zu bekommen. Da bleibt uns nur eins übrig. Gehen wir und sehen uns das Infobrett der Pelipperpost an. Okay, wird gemacht. Aber ich würde vorher ganz gerne mal eben an mein Lager, weil mein Beutel ziemlich voll ist. Ich habe übrigens Schaufler gefunden. Das könnte vielleicht später ganz mal interessant sein, aber momentan... Ich lagere es einfach mal ein. Vielleicht lernt Hydropi das irgendwann später. Mal gucken. Dann wollen wir doch mal. Infobrett. Bestrafe Mankey, Tumultwald U10. Bitte bestrafe Mankeys Bande. Klient Isso, Ziel Sondermission, Ort Tumultwald U10, Anspruch C. Okay, wird gemacht. Am Infobrett hing ein Rettungsjob auf dem Stand Bestrafe Mankey. Habt ihr den Job dort ausgehängt? Yep, yep. Wohin genau? Eine fiese Mankey-Bande läuft amok in unserem Wald. Die sind total wild, wir haben alle Angst. Wohin genau? Wir wissen nicht, warum sie sich so aufführen. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Wohin genau? Oh nein, das ist ein Problem. Svenja, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Wohin genau? Der Ort, an dem die Mankey-Bande ihr Unwesen treibt, der Tumultwald, steht jetzt für Erkundung offen. Es wird auch später des Öfteren der Fall sein, dass wir neue Orte erkunden können, wenn wir Jobs annehmen. Da müssen wir auf jeden Fall auch wachsam sein. Ich würde vorschlagen, wir holen mal eben Absol dazu. Der kommt auf jeden Fall mit. Und dann können wir zum Tumultwald aufbrechen. Unsere nächste wichtige Mission. Fühlt sich aber gut an, wieder von hier zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind schon auf der zweiten Seite angekommen. So, Tumultwald. U1. Du gehörst nicht zu meinem Team.
Achso, und ich glaube, Absol hat auf Level 21 noch Biss gelernt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Wachstum. Was hältst du denn davon? Nicht viel, wie es scheint. So, ein Floragummi. Ich finde Tumulfwald übrigens auch sehr schön, so von den Farben her. Es sieht sehr herbstlich aus mit den ganzen Pilzen, die hier wachsen. Ist schon ganz schön. Und jede Menge Gummis, okay? Warum nicht? Und da ist auch die Treppe. Kann ich hier zufällig irgendwen ins Team holen? Ich meine, ich habe noch nicht so viele Partnerareale, aber vielleicht. Mal eben gucken. Nein, haben wir nicht. Na gut. Ich müsste wahrscheinlich mehr Partnerareale kaufen, aber wie ich am Anfang des Let's Plays schon mal sagte, ich laufe hier eigentlich eher selten mit Partnern rum. Also Absol ist eine Ausnahme, weil Absol kriegt man ja auch quasi im Laufe des Spiels automatisch dazu. Vom Level her ziemlich gut und kann auch ordentlich austeilen. Deswegen, und ich finde Absol sehr episch, aber ansonsten, meistens sind wir echt nur zu dritt. Allerhöchstens. Meine Güte, liegen hier viele Gummis rum. So. Okay, ich werde mal eben ein paar davon essen, glaube ich. Eins. Nicht Attacken. Zwei. Und dir werfe ich auch mal eben welche an den Kopf. Dass der Beutel nicht so voll damit ist. So. Gut. Hätten wir das auch. Also die Mission, die jetzt hier ansteht, die ist eigentlich nicht so sonderlich schwer, finde ich persönlich. Die Gegner sind jetzt nicht so stark und der Dungeon ist auch nicht so anspruchsvoll und so groß. Aber es ist eine sehr schöne Mission, finde ich persönlich. Eine sehr schöne, ich sag mal, Einstiegsmission, nachdem wir jetzt auf der Flucht gewesen sind. Dass es nicht sofort mit mega viel Action und Weltrettungsgeschichten weitergeht, sondern mit so einer, ja, anderen Mission, sag ich mal. Man könnte schon fast sagen, auch wieder so eine alltägliche Mission für ein Retterteam irgendwo. Ist ja eigentlich auch ein Auftrag vom Infobrett. Nur eben ein Ort, den wir bislang noch nicht hatten. Und da steht auch was ganz Schönes mit in Verbindung. Werdet ihr noch feststellen. Ah, Level 18, super. So. Treppe. Also ich persönlich muss sagen, Wetterregen, na gut. Ich freue mich immer bei jedem Durchspielen sehr auf das, was nach dieser Mission hier kommt. Das ist nämlich was ganz, ganz Schönes. Mehr Gummis, okay. Huch. Okay, absolut alles im Griff. Finde ich gut. Ist natürlich jetzt nicht so unbedingt der beste Dungeon für Pikachu und Hydropie, aber dadurch, dass die eben nicht so stark sind, passt das schon. Sieht man ja auch an den Erfahrungspunkten, die wir bekommen. Da haben wir im Clearberg deutlich mehr bekommen. Aber es muss ja auch nicht immer so mega schwer sein. Implosivsamen, okay. Das Geld nehme ich noch mit und dann geht's weiter. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Das finde ich schön. Also es gibt ja viele nervige Sachen in Mystery Dungeon. Wie zum Beispiel Pokémon, die Agilität spammen und dann dauernd angreifen und du gefühlt zu gar nichts mehr kommst zum Beispiel. Oder einige Sachen, die nach der Hauptgeschichte noch dazukommen, aber was auf jeden Fall auch dazu zählt zu den nervigen Dingen, ist die Tatsache, dass man die Treppe abklappert, fast, dass man die Ebene abklappert und die verdammte Treppe einfach nicht findet. Das ist echt nervig. Da kam ein Wachstum. Ich glaube, ich werde doch mal eine Piersiffbeere eben essen. Na. Diese Vergiftung nervt mich so ein bisschen. Hui! Das war gut. Und das reicht, okay. Okay.
Dann sammeln wir das mal eben wieder ein. Meine Güte, da kommen ganz schön viele Gegner. Die Wachstumsspam. Okay. Ich glaube, da hat ein Dampfer angelegt. So, gehen wir erstmal unten lang. Da ist doch bestimmt auch noch ein Raum hier drunter. Treppe? Nope. Natürlich nicht. Treppe? Ja, Tatsache. Jetzt kannst du sowas von vergessen mit deiner Geduld. So, ganz wichtig ist auch die Ebene U9. Da müssen wir uns ganz besonders cool umsehen. Es gibt in diesem Spiel... Hui, ganz schön viele Gegner. Es gibt in diesem Spiel generell Items, die nicht einfach random irgendwo rumliegen, sondern die es nur an ganz bestimmten Orten gibt. Das heißt, der und der Dungeon auf einer bestimmten Ebene. Und da müssen wir natürlich dann ganz besonders gut aufpassen, dass wir uns auf der besagten Ebene auch schön gut umsehen. Das ist zum Beispiel bei Entwicklungssteinen sehr oft der Fall, dass es die nur in einem Dungeon gibt, auf einer einzigen Ebene. Da liegen dann meistens auch mehrere davon rum, aber das ist hier eben auf O9 auch der Fall. Da gibt es auch ein bestimmtes Item, was es nur dort gibt und was wir auf jeden Fall einsammeln möchten. Du speicherst Energie, das nützt dir gar nichts. Tschüss. Oh, Level Up, super. Ich fühle mich stark, um Desaster zu bekämpfen. Ich finde es auch irgendwie sehr passend, dass Absol dabei ist, weil es ist ja so das Katastrophen-Pokémon. Ah, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Okay, U9. Dass die hier immer Wachstum einsetzen, das rettet sie auch nicht. Okay, also die Ebene werde ich wahrscheinlich auch komplett abklappern, um ja nichts zu vergessen. Könnt ihr mal was anderes machen? Ah, da hat irgendwer eine Kastanie aufgehoben und genau die will ich auch haben. Denn auf dieser Ebene gibt es Kastanien. Die es sonst nirgendwo gibt. Diese Dinger hier. Und die sind ganz, ganz wichtig für uns. Machen wir es mal so. Da ist die Treppe. Aber ich will mich hier noch umsehen, ob hier auf jeden Fall noch mehr Kastanien sind. Die können wir auf jeden Fall nämlich gebrauchen. So, weg mit dir bitte. Na gut, dann kümmere ich mich eben um das Samurzel da unten. Auch kein Ding. Zack. So, da ist die Treppe. Also es wäre ideal, wenn ich noch eine Kastanie finden würde. Weil ich meine, ich brauche für das, was kommt, auf jeden Fall zwei. Huch. Aber meinem Glück liegt hier sowieso nur eine einzige rum und ich muss hier nochmal rein, aber gut. Autsch! Wow, ein Schadenspunkt. Immerhin, ne? Jetzt müsste ich noch treffen. Gut. Ich achte auch immer so ein bisschen auf den Text da unten. Nicht, dass irgendwer irgendwas aufhebt und ich das dann nicht mitbekomme. Na. Wo lebst du ja immer noch? Geh weg. Nee, es scheint hier echt keine Kastanie mehr zu geben. Das ist ziemlich bedauerlich. Aber nicht zu ändern. Oh. Hi. Geh weg. Und hier ist auch eine Sackgasse, richtig? Ja, sieht so aus. Ihr beide kommt klar? Ja, okay. Na gut, dann muss ich eben nochmal in den Dungeon rein. Kann man nichts machen. Ist ja auch ein bisschen Training. Auf jeden Fall, diese Kastanien sind ziemlich wichtig für das, was noch kommt. Deswegen sollte man am besten gleich zwei davon einsammeln.
Wenn's denn geht. Okay. Tumultwald O10. Hä? Was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber... Wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Und was uns richtig hier in Rage bringt, ist, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Dieser blöde Gesichtsausdruck. Das macht mich echt fertig. Ich sehe rot. Menki, Schlägerei! Hauptsache, wir haben ihr nichts getan, aber sie drehen erstmal komplett durch. Die Menki sind sowas wie ein kleiner Bosskampf, aber sie können uns eigentlich nicht wirklich was. Wie man hier, glaube ich, ganz gut sieht. Große Klappe, nichts dahinter, würde ich mal behaupten. Wie versprochen haben wir der Menki-Bande gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Das wird ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Vielen Dank euch allen, wirklich. Wo ihn genau? Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Und wir halten eine... Ach, wir bekommen noch eine Kastanie von denen. Das ist natürlich praktisch, vielleicht brauche ich dann gar keine mehr. Mal gucken. Das ist eine geschälte Kastanie? Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Wo ihn genau? Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist völlig in Ordnung und so. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Ein bisschen Geld wäre auch nett gewesen. Hey, ihr da. Oh nein, die Menki-Bande. Wo ihn genau? Diese Menki-Bande. Haben sie uns bis hierher verfolgt? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir Kleinholz als euch. Wir werden euch pulverisieren. Menki, auf sie mit Gebrüll! Hey, Augenblick mal, diese Gesichtsausdrücke sind übrigens phänomenal. Seht euch das an. Kastanie! Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Flüster, flüster. Was machen die da? Sieht aus, als würden sie über etwas diskutieren. Wo ihn genau? Was geht hier vor? Hört mal. Ihr habt da was, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Könnt ihr euch nicht selber Kastanien besorgen? Naja, Kastanien haben doch immer diese pieksigen Schalen, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, pieksen wir uns. Und dann werden wir fuchsteufelswild. Deswegen fragen wir ja, ob ihr uns die geschälte Kastanie gebt. Wir tun alles, was ihr wollt. Was meinst du, Svenja? Sollen wir der Menki-Bande unsere geschälte Kastanie geben? Nein. Was? Ihr wollt sie nicht rausrücken? Was soll das? Menki, auf sie mit Gebrüll! Svenja wird plötzlich von der Menki-Bande angegriffen. Allerdings ist die Menki-Bande zu schwach. Autsch! Wir haben verloren. So funktioniert das nicht. Versteht doch, wir können nicht ohne die geschälte Kastanie leben. Bitte, wir tun alles, was ihr wollt, wenn ihr uns die geschälte Kastanie gebt. Na gut. Von mir aus. Ich habe eine Idee. Hör mal, Menki, wie findet ihr ein wenig körperliche Arbeit? Wie? Körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja für die geschälte Kastanie. In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen eine beeindruckendere Basis haben und diese hier daher umbauen. Basis? Ja, richtig. Unsere Retterteam-Basis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch die geschälte Kastanie. Wie hört sich das an? Okay, wir helfen. Wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst das uns. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lang gefackelt und gefuchtelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich auch, ich helfe auch mit. Ich spucke Seide, damit wir alles zusammenhalten können. Ich will auch helfen. Wo ihn genau? Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschälte Kastanie geben konnten.
Wo ihn genau? Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Yay! Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Teams Eclair von Svenja und Jan. Einige Tage später. Ich finde das so süß, wie das aussieht mit dem Pikachu-Kopf. Wahnsinn. Es geht sehr schnell voran mit unserer Basis. Wo ihn genau? Wir stehen in eurer Schuld. Wo ihn genau? Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wo ihn genau? Das stimmt, aber wir sind fast am Ziel, oder Mankey-Bande? Wie bitte? Da, dort drüben. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschickte Kastanien könnten jetzt nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschickte Kastanien als Motivation. Svenja, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Mankey-Bande arbeitet erst weiter, wenn wir ihnen eine Kastanie geben. Wir müssen der Mankey-Bande jede geschickte Kastanie geben, die wir finden können. So, nein, möchte ich nicht. Es sieht hier drin auch so cool aus. Halt, wie beim Umbau halt. Guten Morgen. Wir kriegen auch wieder Post. Zum Glück haben wir ja noch eine Kastanie. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir nicht noch eine brauchen. Das werde ich dann gleich feststellen. Ja, wie gesagt, ich finde das total cool mit dem Umbau. Das nehmen wir mal da raus. Untersuchung zur Häufung gefährlicher Naturkatastrophen begonnen. Pokémon in den betreffenden Gebieten greifen Außenstehende ohne Warnung an. Manche halten eine mysteriöse Macht für verantwortlich. Eine Quelle beschuldigt Dicta der Erdbeben, doch das Untersuchungsteam bleibt skeptisch. Das glaube ich aber auch. Dicta? Nee, ich denke nicht. So, Svenja unschuldig, Teil 2. Zu den Ereignissen, sagte Glurak. Das dachte ich mir von Anfang an. Testmutter fügte hinzu, dieser Schurke Gengar, so kommt er uns nicht davon, das hat noch ein Nachspiel. Finde ich gut. Was habt ihr noch so zu sagen? Ja, wir haben eine. Los, gib sie her, dann werden wir auch ganz hart arbeiten. Hoffe ich doch. Ja, eine geschickte Kastanie. Also los, ihr Faulpelzer, packen wir es an. Na dann. Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir tragen das Baumaterial her und, ja, bauen das Gebäude um. Und so, motiviert durch eine weitere geschilderte Kastanie, setzte die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an der Retterteam-Basis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten an der Basis fast beendet. Aber eben nur fast. Okay. Aber wie gesagt, ich finde, das sieht total klasse aus. Gut, dann würde ich sagen, ich werde jetzt offscreen nochmal in den Tumultwald gehen und noch eine Kastanie suchen, damit die Bauarbeiten hier auf jeden Fall weitergehen können. Und ja, dann können wir uns am Anfang des nächsten Parts unsere neue Basis angucken. Da könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Die wird nämlich mega toll aussehen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.